Für mich war es schon ganz früh klar. Zu meinem Abitur habe ich mir überlegt, studiere ich irgendetwas. Dann habe ich ein Praktikum gemacht in der Pflege und da war für mich ganz klar, das wird mein Beruf sein. Ich wollte immer was Soziales machen. Dafür habe ich mich entschieden und bin auch immer noch froh, das zu tun. Das ist nicht nur ein Beruf für mich, es ist meine Berufung. Dadurch, dass wir Mutti-Dienste, Papa-Dienste anbieten, verkürzte Arbeitszeiten, einsteigen zu einem späteren Zeitpunkt, kann man sich bei uns entscheiden, auch relativ flexibel in dem Beruf zu sein. Ein gelungener Tag für mich ist, wenn ich zufrieden nach Hause gehen kann. Also wenn ich sehe, ich habe es in meinem Dienst geschafft, die Patienten so zu versorgen, dass die Patienten zufrieden sind und in meiner Funktion, wenn ich es da geschafft habe, zu sagen, ich habe meine Mitarbeiter auch zufrieden durch den Dienst gebracht und die gehen auch zufrieden nach Hause. Erst dann gehe ich auch zufrieden. Durch Corona hat sich das Arbeitsverhalten immens geändert. Also die Patienten sind viel kränker, viel arbeitsaufwendiger. Das ist schon immens, aber irgendwie kriegen wir es immer wieder hin. Für mich ist es ganz wichtig zu sehen, der Patient geht wieder gesund nach Hause. Und den Verlauf zu sehen, dass es der Patientin besser geht und sie hat mich dann danach besucht, das hält mich natürlich an meiner Arbeit und das macht auch Spaß. Alle meine Kollegen sind Helden, weil wir jeden Tag immer wieder aufs Neue hier stehen und die Patienten versorgen und das ist eine Heldenleistung.